Cliff? Oh, wie schön, dass du schon nach Hause kommst. Josie, meine Liebe. Heute ist immerhin unser Hochzeitstag. Ich hätte mich sofort scheiden lassen, wenn du den vergessen hättest. Oh, was hast du denn da? Das, mein Schatz, ist ein Geschenk für dich. Für mich? Hier. Oh, ich liebe Geschenke. Pack es aus. Na, was sagst du dazu? ja. Oh, das ist ja... Ist es nicht atemberaubend? In der Tat stockt mir der Atem. Schau doch mal, wie toll der Künstler die Sonne und den Mond mit den Sternen verbunden hat. Einfach außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlich. Die grüne Sonne und der rosa gestreifte Mond. Da muss man erst mal drauf kommen. Und vor allem auch auf die Zahnräder. Das sind die Sterne, Schatz. Natürlich. Es freut mich, dass es dir gefällt. Am besten hängen wir es direkt hier im Wohnzimmer auf, damit man es gleich sieht, wenn man das Zimmer betritt. Cliff, könntest du... Na klar, ich kümmere mich sofort darum. Machst du uns währenddessen schon mal eine Flasche auf? Jetzt brauche ich wirklich was zu trinken. Hallo, ich bin Tessa und das ist meine Zwillingsschwester Grace. Wie Sie merken, ist mein jüngeres Schwesterchen etwas vorlaut, dass du wegen der paar Minuten so kleinlich bist. Auf jeden Fall schlagen wir uns so durchs Leben und sind selbstständig. Genau. Und arbeiten als, sagen wir mal, als Problemlöserin. Sie werden es ja gleich selbst hören. Einen schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Entschuldigen Sie bitte. Ich bin etwas irritiert. Sie sind offensichtlich nicht Tessa oder Grace Stevens. Nein. Ich heiße Albert Farrow. Farrow Consulting. Farrow Consulting? Dann bin ich ja doch richtig. Ich würde gerne mit den beiden Damen reden. Aber wie kommen Sie darauf, dass die beiden hier... Schauen Sie doch. Ich habe genau aufgeschrieben, was Miss Stevens mir am Telefon gesagt hat. Zeigen Sie mal her. Das ist ja... Warten Sie mal. Tessa? Grace? Hi, Al. Was gibt es denn? Kommt sofort runter. Ihr habt Kundschaft. So, ihr beiden. Zum letzten Mal. Das ist mein Büro. Reg dich nicht auf. Du hast doch genug Platz. Es wäre doch schade, wenn die schönen Räume nicht genutzt würden, oder? Ich bin Tessa. Und ich bin Grace. Ist übrigens Post für uns gekommen? Was? Ihr lasst eure Post in mein Büro schicken? Klar. Dein Briefkasten ist ja viel größer als unserer. Komme ich vielleicht gerade etwas ungelegen? Aber nein. Unser Kollege ist manchmal etwas durcheinander. Was bin ich? Reg dich nicht auf, Al. Komm, ich mach dir erstmal einen Kaffee. Aber... Nehmen Sie doch bitte Platz. Meine Schwester kommt gleich. Darf ich Ihnen auch etwas anbieten? Nein, danke. So, das hätten wir. Von mir aus kann's losgehen. Wie können wir Ihnen helfen? Mein Name ist Josie Gellingston. Ich habe ein Problem und wusste nicht, an wen ich mich sonst hätte wenden können. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Um was geht's? Erzählen Sie. Ja, also, ich bin jetzt schon seit 3 Jahren verheiratet. Und vor ein paar Tagen kam Cliff nach Hause, das ist mein Mann,
und hat mir zum Hochzeitstag ein Geschenk gemacht. Aber das ist doch sehr aufmerksam von ihm. Im Grunde schon. Es ist ein Gemälde. Das ist ja eine tolle Idee. Meinen Sie? Hier, schauen Sie mal. Ich habe Ihnen ein Foto davon mitgebracht. Was ist das denn? Und Sie sind sicher, dass Ihr Mann Sie noch liebt? Das ist es ja gerade. Er wollte mir wirklich eine Freude machen. Hat gestrahlt und das Bild sofort aufgehängt. Ich hoffe doch in der Abstellkammer. Nein, stellen Sie sich vor, direkt im Wohnzimmer. Auch das noch. Eben. Schauen Sie sich doch mal diese Wolken an. Die sehen ja aus wie Zombies. Mir läuft es immer eiskalt den Rücken herunter, wenn ich das Wohnzimmer betrete. Ja, da haben Sie recht, das kann ich gut verstehen. Ich kann es ihm so aber nicht sagen. Damit würde ich ihn sehr verletzen. Und da habe ich mir gedacht... Ja, was? Was sollen wir für Sie tun? Ob Sie das Bild nicht vielleicht stehlen könnten. Da bin ich. Was ist los, Frau Professor? Ivan, du hast mir versprochen zu liefern. Tja, das ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Wenn es so einfach wäre, würde ich dir nicht einen Haufen Geld dafür bezahlen. Aber ich habe... Und dafür erwarte ich, dass du deine Probleme selber löst. Verstanden? Ja, Frau Professor. Ich habe verstanden. Es handelt sich ja hier nicht um eines deiner üblichen miesen Geschäfte. Es kommt auf jeden Tag an. Auf jeden Tag? Und außerdem geht es um Leben und Tod. Jawohl. Ich mach mich sofort ran. Ivan, denk immer daran, wer alles zu Schaden kommen könnte, wenn du keinen Erfolg hast. Es wäre doch schade um jeden, der stirbt. Oder? Natürlich. Sie können sich auf mich verlassen. Wir werden sehen, Ivan. Wir werden sehen. Hier ist unsere Post. Ah, sehr schön. Hat sie aus Erls Briefkasten gefischt. Ohne dass Albert etwas mitbekommen hat? Klar, ist ja eine Spezialität von mir. Und der Umschlag lag vor unserer Tür. Kein Absender, keine Empfängeradresse, nichts. Es steht nur dein Name drauf. Sag mal, hast du einen Verehrer, von dem ich nichts weiß? Ich schaue das alles gleich mal durch. Weißt du eigentlich, wo meine schwarze Jacke ist? Schau mal in meinem Schrank nach. Ich glaube, ich hatte sie zuletzt bei meinem nächtlichen Besuch des Miller-Anwesens. Ach ja, die Überprüfung des Sicherheitssystems. Hier ist eine neue Anfrage, eine Margot Jensen. Ich sorge für das Erstgespräch. Wenn ich dich nicht hätte, Grace. Und was haben wir hier? Der mysteriöse Umschlag ohne Absender. Komisch, auch keine Anrede. Wollen Sie wissen, was in Wahrheit beim Unfall Ihrer Eltern passiert ist? Ich denke, damit habe ich Ihre volle Aufmerksamkeit. Sie kennen mich nicht und wir sind uns noch nie begegnet. Zumindest haben Sie es noch nicht bemerkt. Ich kann verstehen, wenn Sie mir gegenüber zunächst etwas skeptisch sind. Doch ich weiß genau, was damals wirklich passiert ist und was man Ihnen erzählt hat. Sie und Ihre Schwester waren ja noch sehr klein. In diesem Alter ist es doch selbstverständlich, wenn man glaubt, was Erwachsene sagen. Wenn Sie Interesse an diesen Informationen haben, besuchen Sie morgen das Café Bommer. Das werte ich dann als Ihre Zustimmung. Ach, und noch etwas? Erzählen Sie Tessa nichts davon. Sie wollen doch nicht, dass ihr etwas zustößt. Bleiben Sie neugierig. Die Jacke war tatsächlich in deinem Schrank, Grace. Bist du auch soweit für den Besuch bei den Gerlingsons? Ja. Ich bin fertig. Dann lass uns gehen. Ist was? Nein, was soll denn sein? Ach, ich dachte nur. Und, was schreibt der heimliche Verehrer? Das war nur noch mal ein persönlicher Dank von Arthur Miller für unseren Sicherheitsjob. Ist mir gleich aufgefallen, dass er ein Auge auf dich geworfen hat. Also bitte, er wäre mir nun wirklich zu alt.
Das war eine ausgezeichnete Idee von dir, mein Schatz. Ich wollte mich doch unbedingt für dein Hochzeitsgeschenk bedanken. Und wir waren auch schon sehr lange nicht mehr bei Luigi essen. Wobei ich seine Saltimbocca irgendwie besser in Erinnerung habe. Stimmt. Aber jetzt kommt ja noch der Nachtisch. Also, den Nachtisch würde ich dann doch lieber zu Hause genießen. Du weißt, was ich meine? Oh, aber Cliff, ich dachte, wir könnten hier noch... Und wir machen es so, wie du es immer gern hast. Cliff, wenn uns jemand zuhört... Warum sollen die anderen sich nicht von uns was abschauen? Sollten wir hier nicht noch ein Fläschchen trinken, um in Stimmung zu kommen? Ich habe zu Hause schon deinen Lieblingssekt kaltgestellt, mein Schatz. Dann sollten wir ihn noch etwas kühlen lassen. Er braucht ja schließlich die richtige Temperatur. Wenn wir noch länger warten, wäre das Eis aber geschmolzen. Ach je, du hast ja an alles gedacht. Das klingt ja fast so, als hättest du keine Lust. Oh, doch und wie. Ich dachte nur... Dann hol du schon mal deinen Mantel und ich kümmere mich um die Rechnung. Ein Taxi wartet draußen auch schon auf uns. Du hast ja echt an alles gedacht. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, in ein Haus einzubrechen ist doch illegal. Im Grunde haben Sie schon recht. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir schon einiges gemacht haben. Aber ein Hochzeitsgeschenk zu entwenden, weil es die Ehefrau hässlich findet, das war auch für uns neu. Natürlich wäre es einfacher gewesen, wenn sie ihrem Mann einfach die Wahrheit gesagt hätte. Aber irgendwie war es ja auch süß, meinen Sie nicht auch? Und außerdem war es ja auch kein richtiger Einbruch. Denn immerhin hatte uns Josie verraten, dass unter dem Blumentopf der Zweitschlüssel zu finden ist. Sie werden jetzt natürlich behaupten, das sei ein albernes Klischee. Aber Sie würden sich wundern, bei wie vielen Häusern der Blumentopf solche Überraschung bereithält. Oder bei manchen vielleicht auch die Fußmatte. Was machst du da? So, es soll doch schließlich nach einem Einbruch aussehen. Manchmal bin ich echt stolz auf meine große Schwester. Wir wollen Josie schließlich nicht enttäuschen. Dann schauen wir mal. Da hängt es ja. Uah, schon irgendwie gruselig. Los, trödel nicht rum. Du nimmst das Bild und ich sorge hier noch etwas für Atmosphäre. Ich glaub es ja nicht. Nicht zu fassen, das Bild hat tatsächlich eine Diebstahlsicherung. Was? Lass mal sehen. So ein Mist. Davon hat Josie aber gar nichts gesagt. Wahrscheinlich hat sie es nicht gewusst. Schließlich hat ja ihr Mann das Bild aufgehängt. Oh, auch das noch. Was ist? Josie schreibt, sie kommen jetzt schon zurück. Ach, bis die zu Fuß hier sind, sind wir doch locker wieder verschwunden. Und eben nicht. Sie kommen mit dem Taxi. Ach, so ein Mist. Okay, du kümmerst dich um das Bild und ich lenke sie ab. So machen wir das. Und Tessa, denk an den Drucksensor. Also, für wen hält sie mich denn? Ein kleiner Magnet und etwas Klebeband und die Sache ist geritzt. Schön vorsichtig. So. Jetzt aber nichts wie weg. Geschafft. Wohl nicht wahr sein. Natürlich passiert das wieder ausgerechnet mir. Entschuldigen Sie bitte, würden Sie mir gerade mal helfen? Natürlich. Was ist denn passiert? Ich habe meinen Ring verloren. Das ist hier so dunkel und man kann kaum etwas sehen. Was glauben Sie denn, wo Sie ihn verloren haben? Ja, vielleicht hier bei diesem Busch.
Liebling, warte einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Aber natürlich. Das ist aber wirklich nett von Ihnen. Mein Mann wird sich erböse, wenn ich unseren Ehering nicht mehr habe. Na, das wollen wir doch nicht. Da ist er ja. Ach, danke. Ich danke Ihnen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie aufgehalten habe. Kein Problem. Hauptsache, Sie haben Ihren Ring wieder. Ja, Gott sei Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Was hast du bloß? Der liebe Onkel hat Leckerli für dich. Ist doch viel leckerer als eine graue Maus. Na warte, aus der Ecke kommst du nicht mehr raus. Die Fensterbank rettet dich auch nicht. Hab ich dich! Verdammt! Ab jetzt kümmert sich Onkel Ivan um dich. Wie sieht es denn hier aus? Oh Gott! Warte, vielleicht ist noch jemand hier. Sei vorsichtig. Keiner mehr da! Wer auch immer das war, er ist durchs Fenster abgehauen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Was ist los? Da, schau mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ausgerechnet unser Bild. Das ist so schade. Na warte, wenn ich diese Mistratten erwische. Cliff, reg dich doch nicht auf. Wir können was erleben, denen zieh ich das Fell über die Ohren. Was willst du? Ach, entschuldige, ich... Das hat einfach eine besondere Bedeutung für mich. Du hast ja recht. Es hat mir ja auch so gut gefallen. Ach, tatsächlich? Ach, nein, ist das hier eine Unordnung? Da hat sich jemand an der Tür zu schaffen gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass jemand mal bei uns einbrechen würde. Josie, schau doch mal nach, ob sonst noch was fehlt. Ja klar, das mache ich. Ja? Hank, ich habe einen Auftrag für dich. Komm sofort her. Wird gemacht, Chef. Ja, Mr. Plummer. So wie ich das einschätze, ließe sich die Erweiterung in Ihr Warenwirtschaftssystem recht unkompliziert einbauen. Im Grunde müsste ich nur einige Standarderweiterungen einspielen und leicht modifizieren. Ja, genau. Das wäre kein Problem. Hi, Al. Guten Morgen, Abbott. Am besten kommen Sie einfach mal in mein Büro. Er ist bei der Arbeit. Richtig. Süß, wie er sich abmüht. Und dann besprechen wir alles nochmal ganz genau. Ja, das passt mir gut. Sehr schön. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen, Mr. Plummer. Macht ihr euch etwa über mich lustig? Aber nein. Wie kommst du denn darauf? Ihr führt doch wieder was im Schilde. Das sehe ich euch an. Ach, Albert, was du immer denkst. Genau. Dabei wollten wir doch nur... Nein, ich hab's doch gewusst. Ihr wollt wieder meinen Kopierer benutzen. Euch in meinen WLAN einwählen. Den Zugang haben wir doch sowieso schon. Meine Kaffeeküche oder die Portokasse plündern. Es ist ja nur ein Brief. Am Ende habt ihr wieder irgendwelchen Fremden erzählt, das wäre euer Büro. Nein, diesmal nicht. Ach, Herbert. Auf gar keinen Fall.
Wir wollen dir doch nur etwas schenken. Weil du immer so nett zu uns bist, seit wir hier im Haus eingezogen sind. Und wir wollten dir auch mal was Gutes tun. Ach so. Also, wenn das so ist. Wirklich? Ein Geschenk? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es denn? Hier, etwas, das gut in dein Büro passen würde. Es fehlt sowieso etwas, die künstlerische Note in diesem Raum. Das ist doch nicht euer Ernst. Hank, komm rein. Mach die Tür zu. Also, Mr. Gellingston, was ist das für ein Auftrag? Das Bild wurde gestohlen und ich muss es wiederhaben. Okay, Chef. Wir kriegen richtig Ärger, wenn das Bild nicht wieder auftaucht. Warum das denn? Die Details haben dich nicht zu interessieren. Du musst nur wissen, dass es auch um deinen Kopf geht. Schon klar. Bin motiviert. Gut. Wo sollen wir ansetzen? Ich habe da so ein Gefühl, als ob Josie irgendwie ihre Finger im Spiel hat. Im Ernst? Ihre Frau? Sie war noch nie eine gute Schauspielerin und hat sich sehr merkwürdig benommen. Und jetzt soll ich ihre Frau etwas in die Mangel nehmen? Nein, natürlich nicht. Du sollst sie nicht aus den Augen lassen. Aus der Entfernung natürlich. Pass auf, dass dich keiner sieht. Ich will wissen, wo sie hingeht und wen sie trifft. Das ist ein Kinderspiel, Mr. Gellingston. Sie wollte gleich noch eine Besorgung machen. Ihr Wagen steht noch vor dem Haus. Geht klar, ich häng mich ran. Und Hank? Ja? Unternimm nichts auf eigene Faust. Ich entscheide, was zu tun ist. Wie Sie wollen. Sie sind der Boss. Wieso machen wir das Erstgespräch eigentlich nicht bei Al im Büro? Schwesterchen, dir fehlt es manchmal ein klein wenig an Gespür. Wir wollen Albert doch nicht verärgern. Du hast ja recht. Unser Geschenk ist ja auch nur so mittel angekommen. Siehst du, das meine ich mit Gespür. Wir können froh sein, dass er uns den Schlüssel zum Büro nicht weggenommen hat. Nur weil er nicht weiß, dass wir einen haben. Er muss ja auch nicht alles wissen. Und wenn? Ah, da vorne sitzt sie ja schon. Sie sind die Stevens-Schwestern? Ja, ich bin Grace und das ist Tessa. Hi, freut mich. Margaret Jensen, danke, dass Sie Zeit für mich haben. Nehmen Sie doch Platz. Ich habe mir erlaubt, bereits eine Tasse Tee zu bestellen. Sie mögen doch Tee. Tee? Oh ja, ich liebe Tee. Das freut mich. Also, Mrs. Jensen. Ich bin ja so verzweifelt. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen. Mich entspannt ja immer ein heißer Milchkaffee. Psst. Wo fange ich denn an? Also, es geht um Gloria. Gloria? Ja, sie ist gestern ausgegangen, aber bis jetzt nicht mehr zurückgekommen. Und das ist ungewöhnlich? Gloria wohnt also bei Ihnen. Aber ja, seit 10 Jahren schon. Sie würde sich um nichts in der Welt unseren gemeinsamen Schlaftrunk entgehen lassen. Tee? Wie kommen Sie denn darauf? Natürlich warme Milch. Aber sie war nicht da. Ja, genau. Vielleicht hat sie bei einer Freundin übernachtet. Ich habe im ganzen Viertel nachgefragt. Aber keiner hat sie gesehen. Also, Mrs. Jensen, so wie ich die Sache sehe, sollten Sie noch einen Tag warten und sich dann bei der Polizei melden. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber so lange kann ich nicht warten. Und außerdem würde die Polizei ohnehin nichts unternehmen. Bei vermissten Personen werden die das ganz bestimmt tun. Ja, und wir kümmern uns mehr um Angelegenheiten, die eher ungewöhnlich sind. Und um die sich sonst kein anderer kümmert. Aber von welcher Person reden Sie denn? Na, von Gloria. Habe ich das nicht gesagt? Wie? Was? Gloria ist meine Katze. Ich denke, mit diesem Angebot haben Sie einen klar definierten Kostenrahmen.
und bekommen eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Lösung, Mr. Plummer. Das hört sich ja alles ganz gut an, aber... Aber? Ich habe mir natürlich auch andere Angebote unterbreiten lassen. Aber natürlich. Und mir ist eine besondere Geschäftsbeziehung sehr wichtig. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wie meinen Sie das? Es geht da um kleine Aufmerksamkeiten. Ich hatte Sie aber richtig verstanden. Sie wollten keinen Kaffee. Damit meine ich etwas Besonderes. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es soll ja auch nicht übertrieben sein. Auf gar keinen Fall. Ein Mitbewerber hat mir doch tatsächlich eine Dauerkarte für das hiesige Basketballteam versprochen. Aber das ist doch... Dabei mache ich mir gar nichts aus Basketball. Bestechung. Also ich finde, das Wort hat einen so negativen Beigeschmack. Bestechung kommt für mich nicht in Frage. Das wäre ja noch schöner. Ich bin immerhin ein seriöser Dienstleister und ich sehe gar nicht ein, mich auf so etwas einzulassen. Auf gar keinen Fall. Ist was? Was starren Sie denn so? Ich kann nur meine Augen die ganze Zeit nicht von dem Bild hinter Ihnen lassen. Das kann ich verstehen. Ich finde es auch... Faszinierend. So? Ich respektiere Ihre Einstellung. Na also. Aber als Kunstliebhaber, wenn Sie sich also davon trennen können, dann... Dann nehmen Sie es am besten gleich mit. Na, so richtig ungewöhnlich ist es ja nicht, eine schwarze Katze zu suchen. Ungewöhnlich zwar nicht, aber dafür würde es kein anderer übernehmen. Und da kommen wir ins Spiel. Und was machen wir jetzt? Jetzt treffen wir Josie und schließen erstmal diese Bildersache ab. Und danach können wir uns ja gleich der Katze widmen. Hier am Zeitungsstand wollten wir uns treffen. Ah, da kommt sie ja. Hallo Josie. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Verspätung, ich... Ach, kein Problem. Hauptsache, Sie sind da und vor allem, das Bild ist weg. Jetzt können Sie wieder, ohne zu erschrecken, in Ihre eigene Wohnung gehen. Ja, das ist wirklich eine Erleichterung. Ach ja, und das ist für Sie, wie vereinbart. Danke. Was haben Sie denn? Stimmt etwas nicht? Also... Nein, alles da. Josie, was haben Sie? Ich weiß auch nicht... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Dann sagen Sie es doch einfach frei heraus. Ich hatte nicht gedacht, dass es Cliff so hart treffen würde. Dass das Bild weg ist? Mhm. Er ist beinahe ausgerastet. So habe ich ihn noch nie erlebt. Sie wollen jetzt aber am Ende doch nicht das Bild zurück. Auf gar keinen Fall. Gut. Melden Sie sich einfach, wenn Sie nochmal unsere Hilfe brauchen. Danke, das mache ich. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie beide gemacht hätte. Ich bin Ihnen so... Hallo Chef. Ich wollte Ihnen nur sagen, Ihre Frau trifft sich gerade mit zwei anderen Frauen. Was? Wer ist das? Moment. Ich habe Ihnen ein Foto geschickt. Das glaube ich ja wohl nicht. Die eine habe ich gestern vor unserem Haus gesehen. Wenn Sie meinen, für mich sehen die beiden ziemlich gleich aus, wie Zwillinge. Ich will, dass du an beiden dranbleibst. Und was ist mit Ihrer Frau? Darum kümmere ich mich. Dann brauche ich aber Verstärkung. Hol dir, wen du noch brauchst, aber lass die beiden Frauen nicht aus den Augen. Ich will alles über sie wissen. Wird gemacht. Hier ist Hank. Wo bist du? Lass alles stehen und liegen. Ich habe Arbeit für dich. Na klar. Zwei leckere Täubchen. Das war Tessa und Grace. Episode 1: Sonne, Mond und Sterne. Mit Sarah Oltmanns als Tessa,
und Dorle Hoffmann als Grace Stevens. Sowie Floria Zahn als Josie Gellingston. Thorsten Möser als Cliff Gellingston. Hans-Peter Stoll als Albert Farrow. Sascha Servadio als Ivan Zenov. Irene Weber als Professor Paula Moon. Julian Stahlberg als Hank Miller. Birgit Arnold als Margot Jensen. Boris Greff als Oskar Plammer. Und die Credits sprach Nadine Most. Die Covergestaltung stammt von Anja Klukas. Das Lektorat übernahm Marek Schädel. Verantwortlich für Skript, Musik und technische Realisierung war Hans-Peter Stoll. Wie es weitergeht, hörst du in Episode 2, Alles im Rahmen. Natürlich auf hörspielprojekt.de. Eine Produktion aus dem Jahr 2020.